Auch dieses Jahr wird wieder der Fast Forward Science Award verliehen und aktuell läuft gerade die Super Fast Challenge. Und da geht es dieses Jahr um das Thema ansteckend. Der Begriff ansteckend ist leider aktuell wegen der Situation sehr negativ behaftet. Das heißt, man verbindet nicht wirklich was Positives damit. Abstand halten, Distanz wahren, das ist so das, was wir aktuell mit dem Begriff ansteckend verbinden. Aber der Begriff ansteckend, den verbinde ich eigentlich immer mit was sehr Positivem. Und ich finde es auch wichtig, dass der Begriff ansteckend mit positiven Sachen assoziiert wird. Wie zum Beispiel Begeisterung kann auch ansteckend sein. Und genau aus diesem Grund möchte ich meine Begeisterung für Astronomie mit euch teilen und ich hoffe, dass ihr meine Begeisterung ein klitzekleines bisschen ansteckend findet. Es hat auch einen Grund, warum ich hier auf dem Balkon sitze und auch eine GoPro aufgestellt ist. Denn heute Abend und auch vor allem, das ist das richtig Coole, die nächsten Tage und Wochen kann man spektakuläre Sachen am Himmel sehen. Für alle die, die zum Beispiel ab und zu mal in den Himmel schauen und ja, sich da nie so viel Gedanken machen, was man da alles sehen kann, ist diese Story ein kleiner Anreiz dafür, dass man sich auch für Astronomie begeistern kann und Astronomie ansteckend sein kann. Wir können heute zwei künstliche Sachen am Himmel sehen. Einmal die ISS. Sie fliegt nämlich über unsere Köpfe. Alle 90 Minuten umrundet die ISS einmal die Erde. Sie hat eine Umlaufbahn von in 400 Kilometern Höhe und umrundet die Erde dann, wie gesagt, alle 90 Minuten. Das entspricht einer Geschwindigkeit von 27.000 Stundenkilometer oder 7,2 Kilometer pro Sekunde. Und 7,2 Kilometer pro Sekunde, das muss man sich mal vorstellen, das ist unfassbar. Und diese 7,2 Kilometer habe ich euch mal umgerechnet. Hier unten seht ihr ab jetzt einen Countdown mitlaufen, beziehungsweise eigentlich eher ja, einen Zähler. Der läuft im Prinzip seit Beginn dieser Story. Das ist dann also das Erste, was ich euch zeigen möchte. Und das Zweite sind die Starlink-Satelliten vom Elon Musk. Die fliegen nämlich passenderweise heute auch über unsere Köpfe. Und das kann man sich so vorstellen: Ein Satellit, wenn er ein bisschen sich bewegt hat, erkennt man schon den nächsten hinten dran am Horizont und so weiter. Das sind, ich meine, 30, 40 aktuell pro Bahn, die über uns fliegen. Und wenn man einen entdeckt hat, muss man einfach nur Richtung Horizont gehen und man sieht die nächsten aneinandergereiht auch über uns fliegen. Das kann man natürlich auch ein bisschen kritisieren, denn der Himmel, so schön wie er auch ist, wenn die ganzen Sterne da funkeln, soll natürlich möglichst ungestört sein. Und wenn dann da Tausende von Satelliten sichtbar von der Erde aus über uns fliegen, stört das natürlich. So, die Sonne ist untergegangen. Man sieht noch die Dämmerung. Und da am Horizont ist Venus aufgetaucht, aktuell als Abendstern. Und mal schauen, wann die ISS auftaucht. Überflug Nummer 1 beginnt. Da am Horizont ist sie jetzt aufgetaucht. Der ist noch relativ flach, dieser Überflug. Das heißt, maximaler Winkel sind 17 Grad. Der zweite Überflug dann kurz vor Mitternacht, der ist dann genau über uns. Dazu dann später mehr. Aber hier kann man sich jetzt mal ungefähr vorstellen, was wirklich 27.000 Stundenkilometer sind. Und da oben sind jetzt gerade Astronauten, die beispielsweise forschen, Experimente durchführen oder irgendwas reparieren oder auch einfach nur schlafen. Kann natürlich auch sein. Die Starlink-Satelliten sollen aus dieser Richtung angeflogen kommen. Und die Sterne, die man jetzt sieht, das ist eigentlich eine relativ gute Orientierung, dass man dann weiß, die bewegen sich nicht und alles andere, was sich bewegt, sind dann später Satelliten. Da sieht man jetzt den Starlink-Satelliten. Leider, ah, kann die Kamera nicht so gut fokussieren. Doch, da ist der Stern und links oben sieht man jetzt, wie der Starlink-Satellit wegfliegt. Ah, die sind leider ein Ticken zu dunkel für die Kamera. Und die nächsten sind schwierig einzufangen, leider, weil kein heller Stern in der Nähe ist, der als Referenz dient. Aber manches muss man einfach mit seinen eigenen Augen sehen. So kann man es natürlich auch verkaufen. Deswegen machen wir jetzt gleich weiter mit Teil 3, wenn die ISS ein zweites Mal über unseren Kopf fliegt heute Abend. So, 90 Minuten später kommt die ISS ein zweites Mal vorbeigeflogen.
Da sieht man den hellen Punkt über dem Horizont. Hier der Frankfurter Flughafen zum Vergleich. Und da die ISS neben einem Stern. Jeder Überflug geht irgendwann mal zu Ende. Und ich hoffe, dass ich mit meiner Begeisterung für Astronomie und Raumfahrt bei euch ein bisschen ansteckend gewesen bin. Wenn ja, einfach mal in den Himmel schauen und mal beobachten, was man da so alles entdecken kann.